Ja, huhu, hier wieder beim Koani und es geht direkt krass los. Wir sind nämlich auf der Suche nach dem Golem und da muss man sich irgendwie beeilen. Das ist irgendwie so ganz entgegen der Natur des Koalas, aber wir laufen. Der Villandash ist unser Scout, der hat angeblich einen Golem gefunden. Und warum laufe ich eigentlich im Falken hinterher? Ich muss dem Villandash Keine hinterherlaufen. Ahnung, sind Zwillingsschwestern? Don't, nee, so. Ah, da ist der Golem, okay. Und was muss man da jetzt machen? Einfach alle Leute heilen oder was? Einfach Zombies draufhauen pullen oder und so. heilen. Zumindest einmal drauf schießen. Einmal und drauf dann schießen. Kannst du machen, Gut, was du okay. willst. Ich kann nicht drauf schießen. Ah doch, jetzt habe ich drauf geschossen. Und aus den Kreisen rausgehen. Das ist gut. Lestrakta ist tot. Okay, danke. Gilfalken ist auch tot. Ja, das ist One-Hit. Wenn du nicht aufpasst, okay. Tschüss. Dann heile ich halt den Villandash. Der heilt sich im Moment selbst. Das ist schlecht. Dann schieße ich ein bisschen. Oder du kannst, Moment, den, Tank, kann du ich kannst den Tank heilen. Den nach vorne. Ja. Ja. Den Zappa. Sad Smile. Den Sad Smiley. Genau. Oh ja, das funktioniert gerade ziemlich gut, ja. Jetzt im Moment geht's noch aber vor. Heute wird's anfangen zu laggen. Es laggt bei mir schon gewaltig. Bei mir laggt's nicht. Das ist gut, weil ich nehme ja auf, haha. Das ist gut, ja. Sad Smiley, Herr der Missherrschaft. Ob der das Heilen eigentlich verdient hat mit dem Titel? Immer mehr bisschen, wenn man dir folgt. Er hat dann ganz schön viele Lebenspunkte, Leute. 7,8 Millionen. Ja. Ich hab mehr gerechnet. Man kann mit der Nahkampfbildung nichts anfangen. Okay. Also wenn du nicht irgendwie einen Fernkampfteil da drin hast, dann bist du hier am Arsch. Außer man ist so tanky wie der dahin. Ja, der wird ja auch die ganze Zeit von mir geheilt, also. Was ruhig ich nicht mehr von. Einzelheilung kann nicht. Crits verteilen kann ich auch. Was ist eigentlich hier die Aufgabe hier so Gruppenbuffs? Ist das auch der Heiler eigentlich? Nein, Crit-Heil. Meistens nimmt irgendwer eine Lunte mit und der Rest arbeitet dann mit. Was ist eine Lunte? Kleine Lunte oder große Lunte ist irgendwie ein Skill. Ich finde das immer lustig, wie der Lebensbalken von dem Typen in den Chairs flammt. Hast du dir das, unser erstes Video nicht angeschaut? Hast du unser erstes Video nicht angeschaut? Da war mein Lebensbalken genauso. Okay. Ich finde aber krass, wie viele Lebenspunkte der hat. 8000. Ja. Das ist komplett alles nur Lebenspunkte. Und dann noch diesen 10% Boni. Okay. Ja, ein Viertel haben wir schon, Leute. Ich weiß nicht, wie toll das zum Zugucken ist, aber... Der Zappa da vorne, der macht schon ordentlich was her. Der Falken stirbt gleich wieder. Ja, nee, ich bin gerade erst wiederbelebt, deswegen ein Fiber und das so. Kann dummerweise keinen Schaden machen. Ich sollte das vielleicht mal ausprobieren, wie das ist, wenn man stirbt. Man da irgendwelche Nachteile? Außer, dass das Gehen kaputt herlaufen, fertig. Nur Crap. Alessar Dark hier. Du versuchst es aber immer wieder, ne? Läufst nach vorne, haust einmal drauf und dann musst du wieder weglaufen. Ja. Oh, der Zepper wäre fast tot gewesen.
Ja, damit verbringt der Koala seine Freizeit. Er steht vor einem Riesengolem und drückt auf zwei Tasten, damit andere Leute draufhauen dürfen. Ja, das ist aber nur dieser Boss da, die anderen haben Spezialitäten drauf, die ziemlich gemein sind. Okay. Ja, das ist ja genau mein Niveau hier. Oh, dann gucken wir mal. Hat er gerade seine Skillung geändert da vorne? Ne, der haut immer noch mit seinen komischen Krallen. Ich glaube, wenn er jetzt auch aktiv gerade was ändert, dann ist er auch hier sofort hin, wa? Witzigerweise, man steht außen, nicht zwingend im Kampf. Okay. Bist du jetzt tot, Les? Ja. Ich war zu mutig. Er hat's versucht. Aber wir haben ihn schon noch zur Hälfte runter. Das ist schon gut, gut. Ich schieß mal ganz kurz ein bisschen drauf, damit ich das Gefühl habe, ich hab mal was gemacht. Ich könnte auch dann jetzt mal eine Drohne holen, die auch ein bisschen drauf rumschießt. Nur wenn du 5 Meter dran bist. Na, okay, besser nicht. Oh! Schon wieder tot? Was ja, ist das? Ja, ich bin direkt wieder mit dem Boden und sofort darauf tot. Was ist das? Im Gegner steht. Naja, der ist ziemlich stationär. Wenn meine Leiche da liegt, ist es etwas schwer, nicht dort zu bohren. Du kannst 12 Meter von deiner Leiche entfernt, kannst du, oder 14 Meter. Meine Leiche ist direkt unter dem Gegner. Ich bin so oder so immer in seinem Radius. Kannst du ja mal hinlaufen und dich wiederbeleben und ich versuchen, dich sofort zu heilen. Musst du nur sagen, jetzt und dann. Beleb dich doch einfach hin und lauf her, das ist ja viel. So, jetzt habe ich dich, im Heilen. Okay, jetzt bist du wieder raus. Ja. Hat doch funktioniert. Ja, gleich ist er down. Kann gar nichts. Schieß ich nochmal drauf. So. Was? Okay. Er hat. Ich glaube, ich laufe mal an eine andere Stelle hier. Damit es nicht so langweilig ist? Nee, aber hier ist auch irgendwie immer dieser Rahmen drum. Ich stand die ganze Zeit immer aus und ich weiß nicht, ob das irgendwie so gut ist. Yay! Ein Erfolg! Bericht senden. Nett. Und dann kommt es dann mal alle zu mir auf den Felsen hoch. Wo bist du? Minimap schon. Felsen? Ach da. Nein. Müsste ein Lore sein. Wo der? Lore? Müsste irgendwo eine Lore sein, ja. Ja, ich sehe sie. Ja. Wo denn? Ja, wo bist du denn? Guck auf die Minimap. Da sind die Namen sogar bei. Ach Leute, ich bin doch so schlecht im Lesen. Und jetzt muss man mit diesem komischen, die haben ja gerade irgendwas abgeschossen hier. Du hast jetzt einen lila Beutel im Inventar und da ist eine Überraschung. Ja. Ah, oh, Leute, guck mal, wir machen jetzt die Überraschung auf. Ja, und richtig. Gesina der tobenden Flut. Am besten stellen wir uns da unten in die Gruppe dabei und stellen uns selber sehr nahe zusammen. Weil, wenn wir mehr wie 10 Leuten das weitergeben, und das hat eine Reichweite, glaube ich, von 10, 15 Metern. Ja, aber das gilt doch nur für die aus dem Itemshop, oder? Die orangenen. Egal welche. Ich habe das jetzt aufgemacht und es ist nichts passiert. Ich schaue im allgemeinen Chat noch, da müsstest du irgendwas bekommen haben. Entweder ein Gegenstand oder Schwarzbahn oder sowas. Ich habe 2 Siebelohnungstaschen.
Sie haben EP erhalten. Sie haben Pax Romana erhalten, 20.000. Das ist dann jetzt meine Belohnung. Ja, das ist dafür der ganze. Dafür der ganze Aufwand. Das lilale Item. Und drunter müsste dann stehen, was du bekommen hast durchs Aufmachen von dem. Ja, nix. Also Pax Romana. Du hast tolles. Mehr Leute um dich rumstehen, umso effektiver wird's. Na super. Das ja, hat mir ja vorher aber du hast doch irgendwas gesagt mit Temperance oder was war das? Hm? Du hast. Nein. 20.000 Pax Romana steht da drunter. Nicht mehr, wenn du runter scrollst. Das ist schon ganz unten. Hm. Achso, sie erhalten folgendes Augenklappe schwarz, hab ich auch noch gekriegt. Okay. Ja. Hm, ja. Also, das ist für die Garderobe. Okay. Ja, super. Schauen wir uns das doch mal an, liebe YouTube-Gemeinde, wie die Eukalypter mit einer schwarzen Augenklappe aussieht. Das ist doch bestimmt Gesicht. Da. Ja, super, das ist auch noch auf der Seite, wo eh die Haare drüber hängen. Das heißt, man sieht davon überhaupt nichts. Also, ich habe zum Beispiel diesen Golem heute schon bekommen. Ja, Moment, gucke ich mir gleich an. Ne? Wo ist er? Wo ist der WLAN-Dash? Hinter dir, einfach. Ach ja. Ah! Der Golem ist hinter mir. Ja. Das süß. Ist, an, das ist der andere. Der? Wie heißt der? Raging Shem of the Raging Torrent. Ach, du musst ihm einen vernünftigen Namen geben. Clarabella. Hol mal Putin raus. Ja, Putin? Ah, Putin. Moment, Putin. Zack. Hallo? Ja, da, Putin. Die Eule. Ja. Putin versteht sich auch besser mit Lesrak. Karl mag Lesrak gar nicht so. Er springt immer dazwischen. Ja. Der ist ja auch süß. Was ist das denn da? Fledermaus-Unhold. Oh, süß, will ich auch haben. Ich würde ihn Pinky nennen. Der ist aber nicht pink. Ja, und Fantasie. Alle Dinge sehen so aus, wie ich es will. Okay. Ja, super. Nochmal? Damit ich auch mal was Vernünftiges krieg. Nicht nur eine Augenklappe, die von der ich nichts hab. Ja, es sind schon einige Golems unterwegs, aber... Naja, wir sind aber zu viert, wir könnten euch ja die Spawnpunkte besorgen. Ja. Schattenhaften Wald wäre einer. Können wir nicht hin. Schattenhafter Wald ist Transsilvanien. Also zweites Gebiet, ja. Aber ins erste Gebiet müsstest du reinkommen. Das Blue Mountain ist alles okay. Danach verlässt es die beiden. Nee. Du kommst aber nur ins Startgebiet rein. Zum ersten Animavel. Außer sie haben das geändert. Ich weiß es nicht. Nein, sie haben keine Berechtigung, die Anima zu benutzen, solange das nicht dahin schickt. Also wenn wir noch Ich mach hier mal für die YouTube-Gemeinde einen Cut und wir gucken mal, ob wir noch so einen Golem finden. Bis später. Yeah.